Ich grüße euch zu der nächsten Runde der Neuvorstellung und der Neue, den ich jetzt vorstelle, der kommt genauso wie Thanos Petzos auch von Rapid Wien. Österreicher Florian Kainz. Satte 3,5 Millionen Euro haben sich die Bremer den Flügelflitzer kosten lassen und im letzten Winter waren ja sogar die Gladbacher so ein bisschen an ihm dran. Da war so ein kleiner Flirt, da war auch mehr als nur loses Interesse, immerhin hat Eberl auch offiziell angefragt. Damals schob Rapid dem Ganzen aber noch einen Riegel vor. Verständlich, denn der Linksaußen steuerte bei den Wienern 11 Assists und 5 Tore alleine in der Hinrunde in der Liga bei. So einen Spieler will ich ja auch nicht freiwillig abgeben. Richtig bemerkenswert, vom 11. bis zum 18. Spieltag war er in 8 aufeinanderfolgenden Spielen besonders on fire. In jedem dieser Spiele steuerte er mindestens eine Vorlage bei und insgesamt kam er in dieser Phase sogar auf 11 Scorerpunkte. Kann sich sehen lassen. Am Ende der Saison standen dann 19 Vorlagen und 7 Tore innerhalb der Liga auf seinem Konto. Für mich war es daher schon so ein bisschen erstaunlich, dass tatsächlich Werder den Zuschlag bei ihm bekommen hat. Bei einem Spieler, der auch nach einer bockstarken Saison auch noch richtig bodenständig erscheint in den ersten Interviews, die er bisher in Bremen gegeben hat. Sehr sympathisch. Klar, jetzt war es auch Österreich und Österreich und Deutschland, das sind zwei Paar Schuhe, aber jetzt kann er in der Bundesliga zeigen, was er wirklich kann und meiner Meinung nach hat er auf jeden Fall das Potenzial, innerhalb dieses Kaders einer der Bremer Starspieler zu sein und mit 23 Jahren ist er ja auch noch besonders formbar. Aber er bringt auch jetzt schon viel mit, was das Bremer Spiel gut gebrauchen kann und nachdem die Verpflichtung von Kainz feststand, habe ich mir auch mal so ein bisschen die Mühe gemacht, ein paar abgelaufene Spiele und Videostudien mir mal so anzugucken bei dem Jungen und da kamen wirklich interessante Sachen bei raus. Er selbst auf dem Spielfeld total agil, einen starken rechten Fuß, spielt also links außen, zieht dadurch natürlich häufig in die Mitte, sucht selbst den Abschluss häufig, kann Mitspieler wunderbar gut in Szene setzen, was er auch sehr, sehr gekonnt und sehr oft tut. Das imponiert einem schon ziemlich beim Zugucken und da ist aber auch ziemlich viel taktisches Grundverständnis mit bei. Was nämlich besonders auffällt, gerade bei seinen Schnittstellenpässen scannt er jedes Mal vorher noch den gesamten Platz, um genau das Timing und den Pass auch wirklich perfekt zu spielen. In Wien hat mir das dann auch richtig häufig gefallen mit ihm in Kombination mit dem jungen Luis Schaub, der da im offensiven Mittelfeld steht. Der ist auch erst 21 Jahre alt, war ab und an mal verletzt, aber immer wenn er auf dem Platz stand, da waren die beiden schon echt ein gutes Duo, das auch viel direkte Pässe gespielt hat. Sehr, sehr schön anzusehen. Übrigens auch ein Spieler, den ihr und vielleicht auch Werder euch mal gerne ein bisschen näher angucken könnt. Sei es drum, nun ist aber erstmal Kainz bei uns. Und eine Sache, die mich persönlich freut, er bekommt die Rückennummer von Westergaard. Das heißt, die 7 ist endlich wieder bei einem Außen auf dem Rücken und nicht bei einem Innenverteidiger. Und wenn er dann auch genauso wichtig wie Westergaard für uns wird, umso besser, denn dann war es echt der perfekte Transfer für Werder. Und was man als Bremer Fan richtig hört, in einem Interview, nachdem der Wechsel feststand, dass er in Österreich noch gegeben hat, da hat er vor allen Dingen die Bremer Fans gelobt, wie sie vor allen Dingen im Abstiegskampf hinter der Mannschaft standen. Explizit erwähnt hat er natürlich dann auch die Begleitung des Busses bis zum Stadion erwähnt. Also der scheint wirklich auch ein bisschen imponiert vom Bremer Umfeld zu sein. Die Stadt scheint ihm zu gefallen. Alles Pluspunkte, um dann auch wirklich sportlich zu glänzen. Und das macht er dann bitte auch. Ich glaube auf jeden Fall daran. Und für mich ist er auch ein Starter am ersten Spieltag. So Jungs, das war's zu Kainz. Ein Spieler, über den ich mich besonders gefreut habe. Wie seht ihr es? Schreibt es in die Kommentare und wir diskutieren wie immer darüber. Bis dann. Ciao.